Ahoi und schön, dass du wieder dabei bist bei ARK. So, Marek, ich sehe gerade, du hast da eine kleine Bande an Dilos getamed. Ja, sie sind mir zugelaufen. Da fehlt eigentlich nur noch die Kutsche, wo du dich reinsetzen kannst, und dann kannst du so eine kleine Dilo-Kutsche. Das ist gut. Ja, ne? Das wäre schon geil. So, statt einem Husky-Schlitten könntest du dir so einen kleinen Dilo-Schlitten bauen. Die können auch alles anspucken, was ich wollte. Dann kommst du mit deinem Schlitten vorbei, los, spuckt, spuckt, spuckt. Das wäre aber, by the way, das wäre geil, ne? Wenn man sich mit den Wölfen hier so einen Schlitten machen könnte. Das ist nicht fetzig? Vielleicht ein Arc 2. Vielleicht sollten wir denen das mal irgendeinem Menschen von Arc 2 vorschlagen. Ich schreibe Vin Diesel an. Vin Diesel hat ja selber längere Zeit Arc gespielt, ne? Das ist ist ganz witzig zu wissen. Hier, der eine kleine fehlt noch. So, rein mit dir, Lolli. Marek, ich würde mal eine kleine Runde drehen und schauen, ob ich irgendwas Sinnvolles zum Tame finde. No, ich sammle noch ein bisschen Stein. Mhm, okay. Ich würde einmal zum See fliegen, eine kleine Kurve machen und dann wieder zurückkommen. Also jetzt nicht lange irgendwas suchen, sondern einmal schauen, ob was Gutes da ist. Ein judes Tierchen und dann... Mhm. Ich sehe Rexe. Nein. Keine Angst, Level keine 20 Rex. Und 15. Keine Rexe, keine Biber. Aber zu Rexen kann man eigentlich nie nein sein. Und das mit dem Biber habe ich schon verstanden. Ich hätte dir ja sonst einen neuen geholt. Aber so ist das. Wir hatten übrigens, wir hatten nochmal überlegt, und es ist halt so beim Biber, der fungiert ja auch als Werkbank. Deswegen, wenn ihr mal mit dem Biber... Weil ich hab mich gefragt, warum konnte ich denn da nicht aufsteigen? Und das lag einfach daran, dass ich nicht den richtigen Abstand zum Biber hatte und der den dann als Werkbank ausgewählt hat und ich nicht aufsteigen konnte. Und ja, keine Ahnung, in dem Moment, ich hab ihn, wie gesagt, den Biber ewig nicht mehr. Und ich dachte nur, what the fuck, warum kann ich nicht aufsteigen? So. Passiert. Also wir hätten zur Auswahl, guck mal, ich preise dir das mal so ein bisschen an, wie eine Marktschreierin. 145er männlicher Stego, 145 männlicher Stego, jetzt zum Sonderpreis. Was ist jetzt? 130er männlicher Agatavis, in einer schönen Färbung. Der sieht geil aus, wirklich schön. Switche von manchmal, Dödi auf Paare. Manchmal sucht man ein Tier, findet nichts. Jetzt gucke ich mir die ersten zwei an. 150, 130. Nein. 150 männliche Agentavis. 150 männliche Agentavis. Jetzt zum etwas erhöhten Preis, etwas teurer als 130er, aber jetzt für dich zum Sonderrabatt. Kein Gratistransport. Muss selber abgeholt werden. Das wird ein langer Tag. Und zur Abwechslung haben wir hier mal ein 135er weiblich Tyrannodon. So, was wollen sie daher? Was möchten sie eintüten? Was soll ich ihnen mitbringen? Tja, ich meine, der Stego ist ganz nett, weil wenn Paare zu sammeln ist halt schon ein bisschen... Oh, was haben wir hier ganz frisch eingetroffen? Eine 145er männlicher Schneeeule. Ganz frisch aus den Bergen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nur die Rexe waren schlecht. Also. Wochenendspawn oder was?
steckst du nicht drin. Ich Naja, meine, so. rein theoretisch ist es fast egal, ob wir ein Tier tamen oder drei nebeneinander legen, ne? Also wir brauchen nur die Gates, dann ziehe ich die da rein und wenn ein Tier liegt, dann ja, ob man jetzt ein Argentavis macht oder von der Zeit zwei. Klar. Was hat denn die Eule da unten für Krämpfe? Okay, jetzt Sonderrappe, die 145er Schneeeule männlich wird ein bisschen reduziert aufgrund Flugeigenschaften, Mangelware, Exemplar. Hat ein paar spastische Zuckungen. Und was sagst du? Also der 130er Argentavis war auch super schön. Aber 150 ist natürlich besser vom Level, ne? Ja, schnapp den, hol den schon mal, meine, ja, machen wir es halt, ne? Okay, warte, ich flieg gleich nochmal. Du kannst nochmal kurz überlegen. Ich flieg die Runde zu Ende. Die Tiere sind ja nicht direkt weg, die bleiben ja ein bisschen hier. Irgendwie. Hast du das momentan auch manchmal? Ach, ich bin dann irgendwie in der falschen Perspektive drin, ne? Und dann funktioniert das mit dem Fernglas nicht so richtig. Ah, vielleicht ist die Bedenkzeit doch etwas begrenzt, denn über dem 150er männlich Argentavis steht ein Alpha-Rex. Oh. Ja, ich hab die 150er, dann machen wir den schon mal, wa? Okay. Komm mal mit, du bist verkauft, 150er männlicher Argentavis. Unter den Auktionshammer gekommen und du wirst eingetütet und mitgenommen. Ist von der Färbung her jetzt nicht das Schönste, aber es kommt ja auch auf die inneren Werte an. Den rechten, da finde ich ein bisschen hübsch. So ist das, ne? Die Tiere, die dann hübsch sind. Also sie sind hübsch, weil die Werte eben nicht so gut sind und sie müssen das dann so ein bisschen kompensieren, gell? Bei den 150er-Tieren, die denken sich so, ah, was ich so mitbringe, was ich so hab, na, ich muss nicht mehr gut aussehen. Ich bin schon ein ganz schön starker Kerl hier. Kann zwei Elefanten wegtragen. Muss da noch hübsch sein. Ja, so läuft das in der Tierwelt. Eigentlich sind die Männchen ja immer so ein bisschen hübscher, weil sie die Weibele beeinflussen, also um sie werben wollen. Oh, noch gar keine Smithy. Das wäre ganz cool, wenn sie das bei Arc 2 auch so machen würden. Da sind die Rexe, die nähern sich aber irgendwie auch lavadal. Da. Verdächtig unserer Base. Also müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Komm mal mit. Hey, komm mal mit, Schnurrchen. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen beleidigt, weil ich gesagt habe, dass er nicht so schön ist. Er denkt sich auch so wie, was, ich bin nicht schöner. Tschüss. Tschüss, dann bin ich weg. Okay. Die Rexe sind jetzt da, wo das Schiffswrack ist. Okay. Ach, wobei eigentlich. Der hat ganz coole Flügelspitzen. So. Argentavis in Anmarsch. Fliegt noch einen weiter. Ich habe neben unserer Base noch ein Gate gebaut. Das ist ein bisschen sicherer vielleicht. Okay. Weiter weg von den Rexen, die da langsam aber stetig anrücken. Ja, hier. Links unter dir. Da, wo du stehst, ne? Ja.
Ich sehe dich hier aus der Vogelperspektive. Aus der Agentavenperspektive. Ich probiere das aus. Ich gehe einfach mit Oppi rein. Und du musst beim zweiten Tor nichts machen. Ich will mal was ausprobieren. Kannst du das mal zumachen? Das hintere oder was? Das vorne. Vorne, wo du bist. Ja, danke. So, Moment. Nee, es hat nicht geklappt. Mit dem Greif funktioniert das ganz gut. Wobei letztes... Oder mit einem kleineren Tier. Okay, dann müsstest du mir doch helfen. Zumachen. Jo, das Timing. Danke, Shane. Hol den nächsten. Ich glaube, ich mach mal die Rexe weg. Mhm. A, ich brauche Fleisch. B, keine Lust auf Rexe an der Base. Ich guck nochmal gerade vorbei. Schon mal. Nicht nur einmal. Ich guck nochmal gerade, in welche Richtung die sich bewegen. Gerade eben waren die ja hier. Ja, gut, die orientieren sich eher um. Dann suche ich mir irgendwas Kleineres. Ja, Stego kann ich natürlich schlecht einpacken. Was soll ich denn jetzt mitbringen? Was hätten sie hier? Vielleicht noch die Schneeeule? Mhm, okay. Oh, hier ist ein Alu. 135er Alu, der sieht auch richtig schön aus. Also momentan sind hier... Oh, gratis Fleisch! Ran ans Buffet! Los, Oppi! Oppi, das ist deine Chance! Du kannst auch mal der Erste am Buffet sein. Heute sind echt viele High-Level-Tiere unterwegs. Das ist der schöne 130er. Hm. Boah, ist der hübsch. Ist der hübsch. Ja, das ist irgendwie... Männlich. Der Agentavis, den wir da haben, ist das ein Weibchen? Männlich. Hm, schlecht. Ansonsten hätte ich jetzt irgendwie noch sagen können, okay, die kann man züchten. Oder ich sage, es ist egal, wir nehmen ihn einfach mit, weil er schön ist. 130 oder 150. Weil wir spielen natürlich auch noch mit Zeit, ne? So, ich lade mal ganz kurz Stamina nach. Was denn? Nix, nix. Was lachst du? Ich finde es so lustig, wie du dir das so zurechtkriegst. Ah ja. Es werden bestimmt noch jede Menge schöne Dinos vorbeikommen. Ja, ich muss halt echt immer aufpassen, dass ich nicht so zum Dino-Messi werde, weil die sind alle so schön und ich will sie alle mitnehmen. Komm mal her, kleine Eule. Ich weiß, du hast so eine kleine Problematik, aber... Wir nehmen dich trotzdem. Wir nehmen dich trotzdem. Trotz Druckstelle. Die ist ganz schön schnell. Also ich kann, wenn ich auf Speed fliege, kann ich nicht verhindern, dass die auf mich einhackt, ne? Okay. Ein Drittel ist weg. Kannst du mir beim ersten Gate helfen? Ich bin da. Wie? Wie jetzt? Die Eule ist komisch. Erst hackt sie die ganze Zeit auf mich ein, auf einmal ist sie weg. Wo ist denn das Gate? Hier bei dem anderen. Achso, okay. Oh. Sag mir das doch. Okay.
zu machen. Ah, scheiße. Entschuldigung, ich hatte irgendwie einen Lag. Ich bin daneben gelandet. Moment, ich nehme mal größeren Anlauf. Ansonsten kann ich sie ja nehmen. Warte, warte. Das war zu schnell. Du musst sie übernehmen. Ich habe noch ein Drittel Leben. Okay, Moment. Wo ist sie? Kannst du zu mir fliegen? Komm her. Ich verstecke mich bei hier hinten. Ich muss mir mal gerade irgendwas Kleines. Huch, ist ach, das hat geleckt, ne? Braucht man gerade ein bisschen Fleisch, damit er heilen kann. So, hier war doch gerade noch ein zweiter. Brauchst du noch einen weiblichen Dilo irgendwie für Eier oder so? Best Level? 85. Ach, warum nicht? Ah, komm mal her, Schätzeli. Ich bringe ihn dir auch. Kannst du direkt daneben legen. So. Ey, das war mein Vogel. Oh, hier, das ist der Dilo. Egal, alles gut. Der arme Opi. Bewegst du dich mit dem Vogel irgendwie? Oder nein, gar nicht. Ich lass ihn los, ja. Ja. Aber nicht bei dem. Oh. Na, Mann. Alles gut, alles gut. Opi. Wir haben doch bestimmt noch Fleisch in der Base, oder? Na, guck mal, kannst du bestimmt ziehen. Ja. Ich fliege einmal so hier rein. Ich bin eh gerade ganz froh, glaube ich, wenn er sicher steht. Was ist denn mit Törtchen? Törtchen hat auch jede Menge. So. Komm mal her, du kannst dich ein bisschen ausruhen. So. Gar nicht genau. Ich habe hier noch gerade meine Bausachen eigentlich dabei, gar nicht die Ausrüstung für unterwegs. Na komm, Eule, leg dich hin. So, das hier. Das nehme ich mal jetzt lieber wieder. Soll ich irgendwie mal drauf schießen oder so? Nö, die dürfte gleich liegen. Okay. Gut. Ja dann, also ich meine, wenn wir hier schon mal richtig, ne? Der liegt. Nice. Oh cool, es läuft. Es läuft. Und dann hol noch einen Anki und den Stego. Anki? Was für ein Anki? Na, ein Anki. Wenn du schon mal so viele findest, dann holst du jetzt noch einen Anki. Anki habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Oh, da gibt man, da eröffnet man den Marktstand und dann wollen sie alle haben. Naja, nee, man muss ja... billige Spargeldinos, günstige Erdbeeren. Angebot und Nachfrage, ne? Aber cool, wir haben eine Eule, ein Argentavis, also gut, die kleinen Dinos, aber das ist doch, ich würde sagen, da sind wir doch jetzt echt gut dabei, also schön, schön. Hm. Ist der Stiegel denn weit weg? Der ist beim See. Vielleicht sollten wir nicht zu viel auf einmal machen. Ich schau nochmal. Ich schau mal, ob ich einen
Anki finden würde. Vielleicht habe ich beim Gebirge Glück, hier irgendwo da oben. Ah, Stego. Ja, den können wir halt einfach nicht tragen, ne? Den müssten wir da vor Ort tamen und da ist halt der Alpha Rex. Oder halt hierher ziehen. Oder hinziehen, das. Aber das dauert auch ewig, ne, mit so einem Stego. Ja. Was bist denn du für eins? Vielleicht haben wir ja Glück und das ist ein 135er Weibchen, nicht so weit weg. Stego? Auch nicht schlecht, ja. Was war der andere, 150? 145, glaube ich. Ja, okay, 135 geht auch. Na komm, Para, wir müssen wieder geht auf, schuften. Sag da, ich schaffe hier die Jugendtiere ran. Gebt mein Bestes. Ich habe ja auch einen Standard. Nee, ich sag eigentlich nur 145 plus. Also mein Standard ist so 100, 140. Ja, meiner ist halt höher. Ja, dann können wir den Stego nicht nehmen. Fertig. Man soll sich treu bleiben. So, wir heilen mal den Argentavis ein bisschen hoch. Obwohl, also wenn wir jetzt gerade hier schon so eine dicke Tame-Aktion machen. Bleib hier, Schweini. Nein, kein Schwein. Bleib hier, Schweini. Bei dir ist das Level egal. Wie kein Schwein. Das macht doch sogar nur die ganze Bude voll wieder. Naja, irgendwann müssen wir mit dem Gemüse anfangen. Na, wir haben doch jetzt eine Eule. Ja, aber am Anfang kriegst du halt einfach mehr aus dem Schwein, ne? Wir haben noch keinen Item Collector oder so. Hm. Und da will ich nicht vor der Eule stehen, die Hände aufhalten und sagen, bitte hol mal dein Gewülle raus. So, Schweini ist im Anflug. Ich weiß gar nicht, welches Level das hat. 45 zu low. Beim Schweini ist es egal. Außer es stirbt aus Versehen beim Schießen. So, ich. Du bist ganz schön gemein zu Opi, der hat drei Pfeile im Fuß. Muss ich mal sagen an der Stelle. Das sind seine alten Kriegswunden. Oh, ich muss mal Stamina laden. Also ein Rex ist an... Hey, jetzt schleichen die sich halt doch langsam ran, die. Das ist halt wirklich, man muss die im Auge behalten. Also der eine Rex ist bei der Ostbrücke. Und der andere ist auch auf der Ostseite über den Fluss, aber auch schon nah dran. Die waren so zum Glück so niedrig, aber wäre halt ungünstig, wenn die dich da beim Tame überraschen, ne? Also entweder man nimmt gleich Törtchen und schnabuliert die einfach einmal weg, dass die keine Gefahr mehr darstellen. Oder ich mache das jetzt hier mit dem Agi. Welche Level sind die Nummern? 15 und 20. Ich fress die weg hier. Ich kratze dir nur ein bisschen den Rücken. Aber jetzt ist hier noch eine Eule, ne? Eine Eule. Ich meine eine Möwe. Hey, du kleine Stressnelke, komm her. Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss den Rex machen. Da, der kommt schon. Na, oh, der eine Rex kommt rüber. Ist aber noch unten am Wasser. Kannst du mal bitte Törtchen holen? Mhm. Ja, der ist an unserer Base. Ja,
Ja, wobei das scheint ganz schnell zu gehen, eigentlich. Lex, das ist echt uncool. Bist du in der Base? Kannst du einmal Ja. das Prime rausziehen aus meinem Vogel? Ja, Mann. Brauchen wir ja eh für die beiden. Jo. Gracias. Okay, ich schau mal, was der zweite Rex macht. Es geht dann doch echt immer super schnell, ne? Auch in die andere Richtung. Jetzt ist er schon wieder ein Stückchen weit. Obwohl, nee, der ist ja noch relativ gleich da. Aber auf einmal sind sie dann halt doch an der Base. Tja, dein Wendekreis wird dir jetzt so ein bisschen zum Verhängnis, kleiner Rex. Weißt du, ich mache hier den Rex platt und nebenbei kommt diese freche Möwe und klaut mir noch irgendwas aus dem Inventar, ey. Das ist unglaublich. Ich bring dir. Kannst du noch einmal Prime gleich ziehen? Achso. Nee, alles gut, ich kann. Ich liefere es einmal kurz ab. Wie heißt das denn, wenn man das zieht? Filet. Rohes Filet. Okay. Das hast du gut gemacht, Opi. Opi jetzt immer noch drauf. Okay, jetzt ist wahrscheinlich die Gefahr erstmal gebannt. Aber ganz ehrlich, ich mach mal einmal einen kleinen Schwenker und guck mal, ob sich von der anderen Seite irgendwas nähern sollte. Also die Seite, wo die Tames liegen. Weil, also nachdem wir gestern halt echt den Biber verloren haben, jetzt passe ich ein bisschen. Passen wir nochmal ein bisschen besser auf, wa? Oder was? Ja, ne. Nö, die andere Seite sieht aber soweit gut aus. Also zumindest jetzt nichts Großes, ne? Raptor oder so. Das Schwein ist ready. Nice. Vielleicht kannst du ja, wir haben ja da um unsere Base Spikes stehen. Vielleicht könntest du die ja aufnehmen und einfach so an die Seite zum Westfluss packen. Falls er doch mal ein Raptor rüberkommt oder so. Ja, ich brauche ein paar neue. Jetzt verlieren wir kein Tier mehr. Okay, und der Stego? Moment, Moment. Ich wollte jetzt hier noch mal einmal über den Berg gucken. Oh, der ist Kitty. Der ist Little Mountain Lion. 150! Dann komm ran. Vielleicht kannst du den leeren Fleck, den Kitty hinterlassen hat, wieder ein bisschen füllen.
Oh, Kitty is not happy. Sieht aber auch cool aus. Heute ist Tiertag. Es artet aus. Es artet aus. Gleich haben wir um unsere Base haben wir 150 Tames liegen. Oh, was sehe ich da? Ein Tirizino. 45. Glück gehabt. Puh, hab ich Glück gehabt. Sag ich doch. Aber ich fand das auch lustig, dass du den Raptor getamed hast und den Gatze genannt hast. Das fand ich auch cool. Das war echt ein bisschen sweet. Guck mal, Katzi, das wird dein neues Zuhause. Du bist jetzt kein Mountain Lion mehr, du bist jetzt eine kleine Meerkatze. Unter dem Meer. Wollen wir die auch da legen, oder? Ja, einen Moment. Sollte ja hoffentlich nicht runterfallen oder irgendwas passieren. Ist ja alles gut soweit. Sicherheitshalber. Je weniger du dich wehrst, umso schneller geht es. Oh, das findet er nicht gut. Das ist nicht so sein Ding, sich nicht wehren. Der arme Opi muss aber heute auch einiges aushalten. Ja, die Katze, die... Was denn? Ja, ich muss kurz reparieren. Ja, die Katze, die ist mehr oder weniger halb im OP drinne. Da muss man echt, echt aufpassen. Ja, das würde erklären, warum er ihn die ganze Zeit beißt. Wenn ich fliege, ist nichts, aber... Ich meine, wenn ich halt, wenn ich anhalte und Opi dann runtergeht, dann kommt er anscheinend ran. Wir haben jetzt halt noch... Ah, jetzt geht's gerade. Ja, so ist gut. Ich werde mich nicht bewegen. Wir haben auch noch kein Gehege, wo man jetzt zum Beispiel so einen Sabertooth reinschmeißen könnte. Das kann man natürlich auch machen, ne? Dass man sich so ein kleines Gittergehege baut und einfach reinschmeißt und von unten tamed. Normalerweise geht das mit dem Agi, finde ich, auch ganz gut. Komischerweise kommt er jetzt wieder ran. Ja, er macht ein bisschen Sperenzchen, aber er müsste ja edlich liegen. Hoffe ich. Ein Drittel hat der Agi noch. Wenn es geht, beeil dich. Beweg dich vielleicht. Wird knapp, wird knapp. Was denn los? Was denn los, kleiner Löwe? Kann man die Katze auch holen? Ja. Dann lass sie doch hier frei. Kann ich machen. Ich geh noch ein bisschen weiter weg, okay? Mhm. Hier? Ja. Da, geh mit Marek spielen. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist im Fluchtmodus. Nee, mich will er fressen. Ich glaube, er hat erkannt, dass Opi jetzt schon so angeschlagen ist. Wo bist du? Moment. Ja. Katze. Okay, ich wollte gerade sagen, mach keinen Scheiß. Ich bleib hier und pass mit auf.
Die hat den armen Opi ganz schön runtergerockt. Aber wir fressen gleich irgendwas und dann geht das wieder, würde ich sagen. Ich habe da hinten schon zwei kleine Dilos gesehen. Ja, sie liegt. Vielen Dank. Bitte. Es ist eine sehr starke Katze. So, hier waren doch irgendwo zwei kleine Dilos. Auf der anderen Seite. So, jetzt kann er schon mal ein bisschen heilen. Ich muss nur auf meinen Stamina-Wert aufpassen. So, Sloppy, komm. Wir müssen Narkotik sammeln. Geht jetzt leider nicht anders. Oh, ein 145er. Entschuldigung, kleiner Kompi. Ich brauche gerade alles, was ich zum Heilen finden kann. Werde ich nehmen. So, das geht schon wieder. Sind wir schon wieder halb voll. Ich check dich auch nochmal. Level 20. Also Stegos sind gerade wirklich jede Menge hier. 50er. Hier ist noch ein 145er. Weibchen. Okay, ja. Merke ich mir mal, die Richtung ist einfach. Welche Seite ist das jetzt? Ostseite über den Fluss rüber und dann gar nicht so weit. Also den könnte man pullen. Ich glaube, ein Kanu ist da irgendwo noch in der Nähe. Also wir haben heute wirklich alle Hände voll zu tun. Großes Taming-Geschäft heute. Aber finde ich gut, weil dann haben wir ja halt auch wirklich einen guten Grundsatz an Tieren. Ja, wie gesagt, Stego und Anki, dann bin ich erstmal echt zufrieden. Oh, okay, alles klar. Steht auf der To-Do-Liste. Da hinten ist ein Schweini, das werde ich mir holen. Tut mir leid, kleines Schwein. Irgendwas ist doch, hier ist doch irgendein Räuber in der Nähe. Alle Tiere sind hier in Panik. Oder haben die Angst vor mir? Ja, die haben Angst vor dir, weil du alles zähmst. Oh nein, wir werden alle zwangsrekrutiert. Versteckt euch in den Büschen. Wir wollen frei sein. Wild und frei. Sag das nicht, sonst werde ich traurig. Und dann nachher lässt ihr alle das los. Genau. Naja, ich sag mal so, ich meine, die haben es doch gut bei uns, solange sie nicht sterben durch irgendwas. Solange haben sie es doch eigentlich echt recht gut. So, okay, geht's wieder besser. Alle Falten sind wieder ausgebügelt. Also am See habe ich noch nie einen Anki gesehen. Wenn ich Ankis gesehen habe, dann irgendwie mal, glaube ich. Am meisten immer auf den Bergen oder so, oder auf Plateaus. Ja, genau. Ich werde mal hier rüber gucken und dann, glaube ich, nach rechts abfliegen, nach Osten.
Oder auf der Lava-Insel, aber das ist ein bisschen weit weg. Ja, könnte ich aber auch hin. Also so ist nicht. Könnte ich so gesehen auch machen. Bisher nichts. Agentar ist da unten wäre nochmal ein Dödi, aber da sind wir ja jetzt ganz gut versorgt. Da ist nochmal ein kleiner Dödi. Level 15. Sweet. Fünfzehner Eule. Da ist wieder the pretty one. Meine Musik ist aus. Ich muss die mal wieder anmachen. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ja, eine Eule. Da, über mir. Okay. Irgendwo ein Anki. Also hier sind nur Bergsteiger-Paras, aber leider irgendwie und Bergsteiger-Schildkröten. Aber leider keine Bergsteiger-Ankis. Hier beim Metall könnte ich mir das doch vorstellen. Da hinten ist der Alpha Rex. So, Moment. Agentavis. Sonst machen wir ein Anki nächstes Mal. Hier wäre noch ein Tech-Stego. 114. Vielleicht ist es halt gerade wieder so, dass man jetzt lange suchen müsste, bis man eins findet. Vielleicht kreise ich hier noch mal ein, zweimal, mal gucken. Wieder ein kleiner Bergsteiger-Para. Wobei, ich könnte halt, oh, halt. Ach nichts, ich dachte gerade, ich hätte was gesehen, aber nee, war irgendwie doch nichts. Ich meine, ansonsten könnte ich auch schon zu der Vulkaninsel rüberfliegen, ne? Könntest du nicht auch machen. Und ja. Wie laufen denn so die Tames bisher? Alles gut? Alles ruhig? Na, momentan ist noch alles gut. Ich brauche natürlich auch immer ein Prime. Ich meine, natürlich wäre auch
Hammelnet. Ja, das kann ich gleich machen. Day, 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 day. Was? Welches Level? What? Okay. Ab. Wie nichts sagt. Ich wollte dann nur noch einmal so einen kleinen Bogen fliegen, weil ich mir den Para da angeguckt habe. Und dann stand der auf einmal unter mir und ich dachte nur, what the fuck? Das war ein Glücksgriff. Na, du Das ist kleine Schöne. nice. Was ist denn mit dem Trike da? Das hat Probleme mit unseren Spikes. Ja. Trike, mach doch sowas nicht. Kannst du hier durchfliegen und den Anki hier reinhauen? Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ist das denn leer? Und Paare machst du auch noch? Terror. Meine ich ja. Ja. Hat nicht wirklich geklappt, oder? Warte mal. Na egal. Ansonsten jage ich ihn einfach rein. Ach. Uno momento. Lass ihn. Na, war schon drinnen, ne? Ja, Vielleicht, aber vielleicht, wenn nicht. du auf der anderen Seite stehst und dann schnell zumachst. Okay, ich versuche ganz flach da unter der Decke reinzufliegen. Was denn? Mach du die Tür zu? Nee, er war nicht drin, er war hier. Achso. Ich dachte, der wäre so drinne, so halb. Probier einfach mal die Tür zuzumachen. Oder war er gar nicht drinne? Er war nicht drin, aber ich probiere es jetzt schon mal. Okay. Warte mal, ich will noch mal was probieren. Ist er jetzt drinne? Ich würde sagen, nein. Kannst aber Nee, zumachen. jetzt ist er definitiv nicht drin. Oh, Stamina ist alle. Hihi. Ja, komm, den jagen wir so rein, der kriegt ja Aggro. Mau. Genau. Eule in Ruhe lassen. Genau. So. Oh, der ist aber echt nur sehr kurz nachtragend. Oh. Oho. Hier. Oh, der hat so einen fetten Wendekreis. Flieg weg, ich mach schon. Komm, Anki. Komm, wir machen eine extra Ja, Runde für das. dich. Genau so, ja. Drehen, drehen, drehen. Schlag voll ein, ja. Das sieht gut aus. Zack. Perfekt. Cool. Oh. Anki auch noch. Also jetzt würde tatsächlich echt nur noch ein Stego fehlen, oder? Okay, pass auf. Pass auf. Pass Pass auf. auf. Pass mal auf. Ich schaue mal einmal, wie schnell das rein theoretisch gehen würde, den 145er, das Weibchen zu pullen. So, das war hier irgendwo. Oh Mann, da wären wir aber heute produktiv. Da, das ist es. Kleine Stegofrau, komm mal mit mir mit. Ich wette, Anki dauert auch wieder 2 Stunden oder so. Ja, wir werden dann einfach wieder reinschalten. Das war's schon. Zum
Holst du schon den Stego? Ja. Okay, Moment, dann bereite ich schon mal was vor, ja? Verliert mega schnell die Aggro irgendwie. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich auf dem Tier sitze, aber wenn ich mich da so dran erinnere, wie das ist, wenn man zu Fuß unterwegs ist und den Zorn eines Stegos auf sich gezogen hat, da sieht das aber gefühlt anders aus. Oder? Guck mal, schon wieder. Eigentlich schon. Der passt doch auch durch Gates, oder? Ich glaube ja. Okay, schauen wir einfach. Falls nicht, muss ich mal kurz umbauen, oder? Oh nein! Sie haben eine Kumpelschaft gegründet. So, mal kurz das Kätzchen checken. Wahrscheinlich habe ich ihn halb aufgefressen, bis er bei der Base ist. Ist er denn schon in der Nähe oder auf unserer Insel schon? Er ist auf der anderen Flussseite, so halbwegs. Okay. Ich komme mal entgegen, vielleicht kann ich ihn ja anschießen und er bleibt mehr bei mir. Ah, ich sehe die Zahlen. Ja, ich ziehe ihn jetzt gerade mal ein bisschen langsamer. Dass er da vielleicht einfach mehr dran bleibt. Da hat er wieder verloren. Soll ich dich rüberbringen? Schießen von hier aus ab, aber danke. Ich hab Obi verloren. Oh nee. Die Kamera noch verkrebelt war. So. Oh, der macht den Rappel platt. Wo ist der Raptor hin? Er ist tot. Oh, okay. Du hast ihn gegriffen und in dem Moment hat der Stego ihn gefinisht. Das heißt, gratis Essen für Opi. Boah, 933. Was war denn das für ein Angriff? Ich hab keine Ahnung. Aber was halt, obwohl an der Struktur bestimmt, ne? An diesem. Wahrscheinlich. An so einer Fackel oder so. Willst du ihn da echt so. Achso. Willst du es mal probieren, ihn da reinzuziehen? Ja. Oh Mann! Läuft. Was bist denn du für eine? Ein Hunderter. Ja, krass. Wenn das nicht produktiv ist. So, wir sind jetzt echt richtig gut dabei, Leute. Eine Eule, ein Argentavis, ein Anki und ein Stego und ein Tera. Hab ich irgendwas vergessen? Eine Katze? Eine Katze, die Katze. Na klar. Mensch, das Kätzchen. Kann noch mal gucken. Welches Level das Strike da unten hatte, können wir das auch noch tamen. Nein, wir sind jetzt, glaube ich, ganz gut. Ausgelastet. Ganz gut ausgelastet. Wir werden das jetzt so machen. Es wird jetzt eh gerade Nacht. Wir haben 20 Uhr. Ja, und wir werden jetzt einfach warten, bis die Tiere ein bisschen weiter sind und dann fangen wir da die neue Folge wieder an, wenn die fast durchgetamed sind oder durchgetamed sind.
Und dann schauen wir da dann einfach weiter, weil das dauert sonst ein bisschen lange, wenn die hier liegen und wir nur Narcos holen und Prime und ansonsten nichts machen anderes. Von daher, ja, seid dann gespannt auf die hoffentlich fertigen Tiere und wir sehen uns. Ciao. Noch ein, tschö.